Starte ich jetzt die Aufnahme und beginne in dem Sinne mit der Veranstaltung Makroökonomie und Stabilisierung in diesem Sommersemester. Ja, mittlerweile das dritte Digitalsemester, was wir jetzt hier haben. Und im letzten Sommer war es noch so gewesen, dass wir die ersten 2, 3 Wochen noch im Hörsaal gewesen sind und dann ist der erste Lockdown über uns hinweggefegt und seitdem, das wissen Sie, zu unserem Leidwesen auch, können wir uns leider nur noch in dieser Art hier treffen. Also, was hatte ich eben schon gesagt, es besteht auch noch eine gewisse Unsicherheit. Wie sieht nachher die Prüfung aus? Und auch da kann ich Ihnen von meiner Seite die Unsicherheit nehmen, dass ich nämlich sage, egal wie nachher die Rahmenbedingungen für die Prüfung sind, ich werde eine Prüfung in der Art stellen, dass sie sich ganz normal wie auf eine Präsenzklausur nachher vorbereiten können. Das heißt, da wird von meiner Seite keine Unsicherheit bestehen. Es wird bei mir auch nicht passieren, dass ich dann sage, naja, jetzt ist Präsenz angekündigt, dann machen wir doch wieder Präsenzklausuren und dann schieben wir das Ganze raus. Ich weiß nicht, wann Sie jetzt hier, wenn Sie noch in Prüfungen sind, die letzten Klausuren schreiben werden. Das wird wohl frühestens nach Ostern oder sonst irgendwas passieren. Das finde ich auch nicht so lustig Ihnen gegenüber. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das für meine Veranstaltungen zumindest vorab zu klären und dann nicht alle 2 Wochen auf irgendeine Meldung zu warten, beziehungsweise alle 2 Wochen die Prüfung zu verschieben. Okay, so viel zu der Organisation. Dann ist es so, dass wir noch von der Verwaltung her ein bisschen Probleme mit Verträgen hatten. Es wird jetzt aber klappen, dass wir auch parallel zu dieser Veranstaltung, leider nicht ganz parallel, sage ich gleich dazu, ein Tutorium haben werden. Das wird allerdings dann erst nach Ostern im April passieren, weil wir zwischendrin keine Tutoren anstellen können. Das geht immer nur zum ersten. Und da bin ich auch der Meinung meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber, dass man gerade was Versicherungen im Arbeitsbereich angeht, eben dann arbeiten soll, wenn man tatsächlich auch einen unterschriebenen Vertrag hat. Okay, so viel zu den organisatorischen Dingen. Ganz grundsätzlich hatte ich ja auch schon gegeben. In Moodle werden Sie die gesamten Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Das wird eben vornehmlich einmal das, was wir jetzt machen. Das wird so einmal im Monat, immer wenn wir mit einem gewissen Block durch sind, sein. Das heißt, so etwa eine Woche vorher werde ich dann ankündigen, wann wir die nächste Online-Präsenzveranstaltung in dem Sinne machen, wobei ich, wie gesagt, das Ganze so machen werde, dass ich Ihnen das Ganze auch dann dezentral zur Verfügung stelle, dass Sie sich das Ganze zu einem anderen Zeitpunkt dann in aller Ruhe zu Gemüte führen können. Das nächste sind dann eben die ganzen Foliensätze, die ich jetzt sehr, sehr detailreich kommentiert habe und das Ganze auch noch in sich aufbauend. Da ist meine Idee der Hintergrund, dass Sie sich auch, wenn Sie schon digital hier lernen müssen, eben Ihr eigenes Tempo nehmen können. Setzen Sie sich dahin, nehmen Sie den Präsentationsmodus F5 dort und versuchen dann auch zu Hause im Selbststudium das Ganze nachzuvollziehen. Zudem wird es natürlich dann auch noch sowohl in den Vorlesungsunterlagen direkt kleine Aufgaben geben, die dann dort auch gelöst werden, beziehungsweise nachher auch noch 1, 2 klassische Übungen, die wir gemeinsam machen werden. Und auch dazu werden Sie dann die Lösungen bekommen, wobei ich das eben so mache, dass das jetzt nicht meistens direkt geliefert wird, sondern etwas zeitversetzt in der Hoffnung, dass der eine oder die andere von Ihnen sich dann doch auch die Vorlesungen und Übungen zu Gemüte führt und erstmal selber probiert, das Ganze dort zu entwickeln und sich klar zu machen. Sie können natürlich sich jederzeit, wenn es irgendwo Probleme gibt oder Fragen gibt,
Das Einfachste ist bei mir per E-Mail sich melden. Und ja, Sie wissen, ich habe zwei Großveranstaltungen und die andere ist auch noch nicht die kleinste. Das heißt, bei mir sind es dann ungefähr 300 Leute, die zu betreuen sind. Da sehen Sie mir bitte nach, dass ich dann nicht innerhalb von einer Stunde auf die E-Mail nachher reagieren kann. Das sieht bei anderen etwas anders aus, wo die Veranstaltungen eben nur 15 Leute groß sind. Aber ich denke, wir kriegen das alles so weit hin, vielleicht auch in der Rückschau der letzten beiden Semester. Natürlich interessiert Sie sehr stark nachher die Prüfung. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass letztlich nachher bei der Prüfung jetzt nicht irgendwo groß Ausreißer gegenüber früher sind. Ja, es ist leider so, dass auch immer wieder einige dann diese Prüfung nicht bestehen, aber es ist jetzt auch nicht der große Anteil. Sie wissen vielleicht, ich bin jetzt seit 2 Jahren hier, den wir, glaube ich, früher in diesen Veranstaltungen hier gehabt haben. Okay, dann gehen wir ja immer noch so ein bisschen halb in der Organisation rein, aber starten jetzt langsam dann inhaltlich. Und jetzt ist der nächste Aspekt. Eigentlich funktioniert das immer. Ich werde auf die Folien gleich noch ein bisschen was eintragen, weil die sind jetzt eben nicht die komplett kommentierten, die ich hier habe. Die habe ich Ihnen schon eingestellt. Das wäre etwas zu viel verlangt, wenn Sie jetzt das Ganze da alles lesen sollten. Aber das hat funktioniert, dass ich gleich den Bildschirm beschreiben möchte, weil heute irgendwie der Tag ist, dass alles ausfällt. Hätte es mich nicht überrascht, wenn jetzt das Abnehmen des Bildschirms auch noch zu Problemen geführt hätte. Okay, starten wir dann einmal damit. Bei mir ist es so, dass ich immer noch meine eigene Vorlesung halte und nicht irgendeinen Verlag nehme, anschreibe und mir dann das Rundum-Sorglos-Paket runterlade von Folien, von Übungsaufgaben, von Wiederholungen und so etwas. Denn wir sind eben auch keine Naturwissenschaft, sondern eine Sozialwissenschaft. Und die letzte Wahrheit, wir sehen das gerade bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, die gibt es nun mal schlicht und einfach in den Sozialwissenschaften auch nicht. Das ist nämlich das Schöne, dass wir Menschen dann immer noch die Freiheit haben, uns einfach anders zu verhalten als gegenüber den Modellen, Theorien, die ich Ihnen hier auch versuche nahezubringen. Sprich, es gibt dort verschiedene Sichtweisen und so ein bisschen zwei Pole, die werden wir hier in der Veranstaltung auch mit betrachten. Das sind beides, ja, vollkommen logisch aufgebaute Theorien, die kommen aber mitunter zu vollkommen gegenteiligen Schlüssen, was denn eigentlich zu tun ist. Und ja, ich sehe mich so ein bisschen von der Schule her in der Mitte des Ganzen. Es gibt aber dann eben auch Ökonomen, die die eine Seite ganz stark vertreten oder die andere. Und Sie bekommen von mir diese Sichtweisen grundsätzlich dargelegt. Sie werden sicherlich aber in der Veranstaltung auch finden, an der einen oder anderen Nuance, wo Sie dann merken werden, dass ich wohl eher in diese theoretische Interpretation oder Modellinterpretation, wie unsere Gesellschaft, wie Ökonomie funktioniert, tendiere. Und neben dem möchte ich Sie eben auch dazu anregen, dass Sie hergehen und auch andere Sichtweisen noch eingehend studieren. Und dafür ist eben auch der Literaturüberblick da. Zudem werden Sie natürlich in diesen Büchern auch eine ganze Menge von dem finden, was ich mit Ihnen mache. Ich muss natürlich auch nicht alles komplett neu erfinden, aber beispielsweise fangen wir mit ihm hier unten an. Der Mankiw Taylor, das ist ja in dem Sinne das weltweit verbreitetste Lehrbuch in diesem Bereich Makroökonomie. Wie gesagt, da werden Sie im Internet, wenn Sie an andere Fachhochschulen insbesondere gehen, ist so meine Erfahrung, etwa 60% aller Makroökonomie-Vorlesungen bieten Ihnen die Folien von Mankiw Taylor einmal runter. Da sage ich, die können Sie sich selber runterladen und dann brauchen Sie niemanden, der Ihnen das nacherzählt. Denn umgekehrt
Mencken ist ein ganz renommierter, berühmter Ökonom, war auch einer der Chefwirtschaftsberater vom alten Bush gewesen. Und da sage ich auch dazu, wenn der sein Buch vorliest, ist das bestimmt eine ganz, ganz hervorragende Vorlesung. Wenn ich das machen würde, dann sage ich mal bedingt, weil dann erzähle ich eben auch Sichtweisen, wo ich vielleicht gar nicht so sehr dahinter stehe. Und da kann man sich vorstellen, dass das Ganze nicht so gut ist. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich hier reinzugucken und man kann auch so ein bisschen sagen, dass auch im angelsächsischen Bereich Mencken Taylor so ein bisschen aus der Gegend kommen, dass sie sagen, ja, der Markt, der ist letztlich das, der zum Funktionieren unserer Gesellschaft führt und deswegen lasst den Markt doch vornehmlich laufen. Das nennt man die sogenannte neoklassische Sichtweise, wobei er jetzt nicht ein Fundamental-Neoklassiker ist, aber wenn man in sein Lehrbuch reinguckt, wird man die Tendenz dort, glaube ich, dann nachher mitbekommen. Ein Grundlagenlehrbuch mit vielleicht ein bisschen eher dieser Sichtweise. Und das andere Lehrbuch, was jetzt, da kann man wirklich sagen, fundamental in der anderen Ecke steht, Peter Bofinger, lange Jahre bei den Wirtschaftsweisen, wo ich auch ihn dann kennengelernt hatte, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort gerade in der Finanzkrise tätig gewesen bin. Und er ist jetzt in dem Sinne einer, der nicht den Markt verneint, der aber sagt, Märkte ja, aber die haben andauernd ihre Schwierigkeiten, das mit dem Preismechanismus, den sie aus der Mikroökonomie kennen, den anerkenne ich zwar schon, aber mitunter wird der dann nicht so schnell ins Gleichgewicht führen oder zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und deswegen müssen wir eigentlich andauernd als Staat irgendwo nach Steuern. Und diese Sichtweise, die nennt man Keynesianismus, nach John Maynard Keynes, einem dem vielleicht ja, grundlegendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, der im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1930, 29, 30 quasi diese neoklassische Sichtweise auf den Kopf gestellt hat, weil da eben tatsächlich auch Maßnahmen getroffen wurden, wo man auch in der Rückschau sagen muss, die gemäß der Theorie in Ordnung waren, aber das Gegenteil von dem bewirkt haben, was man eigentlich wollte, dass man nämlich aus der Krise rauskommt und was die Weltwirtschaftskrise für Deutschland bedeutet hat im Nachgang von 1930. Das brauche ich wohl leider niemandem zu erzählen. Das war dann danach die absolute Katastrophe, die nicht nur unser Land in die Katastrophe geführt hat, sondern das die gesamte Welt. Und naja, da gilt es natürlich auch immer aufzupassen, dass so etwas nicht wieder passiert, denn gewisse Tendenzen sind ja weltweit überall immer wieder zu sehen, wenn solche Menschen nachher an die Macht kommen und sie meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Okay, also Peter Bofinger, auch gerade im deutschsprachigen Raum, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, ein Buch, was quasi die andere Seite besetzt. Und das Letzte, was ich Ihnen dann noch nennen will, einmal die deutsche bzw. englische Version, Olivier Blanchard und Gerhard Illing. Gerhard Illing ist Professor an der LMU in München. Olivier Blanchard ist auch einer der renommiertesten Ökonomen, kann man sagen, der Welt, war Chefökonom des IWF, Vorsitzender des quasi Sachverständigenrats in Frankreich in der Beratung der Regierung. Und bei Ihnen kann man sagen, bei beiden, die sind vielleicht ein bisschen in der Nähe tendenziell von Bofinger, aber in der Darstellung Ihres Lehrbuchs kann man vielleicht so ein bisschen in der Mitte von beiden ansehen. Also es werden dort letztlich beide Sichtweisen doch qualitativ gleichwertig mehr oder weniger dargestellt. Und als letztes, ein bisschen auch unserem Niedersachsen geschuldet, Felderer Homburg ist ein etwas älteres Lehrbuch, was aber auch immer wieder aufgelegt wurde. Und da kann man sagen, die beiden in den neuen Auflagen, die haben mitunter das Rechnen oder das formale Lösen eines Modells dann ein bisschen mehr in den Hintergrund gestellt. Und in diesem Lehrbuch, dort werden sie dann auch die formale Seite
des ein oder anderen Modells doch etwas mehr elaboriert nachher finden. Und so gesehen sind, denke ich, diese Lehrbücher eine gute Grundlage, wo man nebenher auch dann das eine oder andere noch lesen kann. Soweit ich gesehen habe, ist das alles bei Homburg-Felderer, bin ich mir nicht ganz sicher, aber die anderen sind auch soweit als E-Book beziehungsweise Unterlagen sind im Internet auch gut zu finden. Auch das als Hintergrund, dass Sie eben in diesen Zeiten, wo Sie natürlich nicht in die Bibliothek können oder vielleicht erst wieder nach Ostern, hoffentlich auch Zugriff auf andere Materialien haben. Noch ein letzter Schwenk dazu. Nichtsdestotrotz, ich halte meine eigene Vorlesung und das, was prüfungsrelevant ist, das machen wir hier in der Vorlesung. Ich sage Ihnen also nicht Kapitel 3, Mankiw Taylor, da konnte ich jetzt hier nicht so viel machen und deswegen lesen Sie sich das dadurch und kommt auch in der Prüfung dran. Nee, also nur das, was wir hier in der Vorlesung machen, das kommt nachher letztlich auch wirklich dran. Okay. Damit bin ich, das ist nochmal eine Zusammenfassung des Ganzen, soweit bei Ihnen durch und hätte dann, bevor ich, oder das machen wir vielleicht noch vorher, das werden wir auch gerade in der ersten Hälfte der Vorlesung sehr, sehr ausführlich machen. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, ja, was ich selbst erlebt habe, dass ich nämlich, ursprünglich komme ich aus der Physik, habe dort mein Diplom gemacht und bin dann in die Volkswirtschaftslehre gewechselt und habe in dem Bereich dann noch mein Diplom gemacht und promoviert. Da kann man sich vorstellen, in meinen Prüfungen habe ich mich immer ein bisschen mehr auf die Theorie gestürzt, weil mir das eben mit einem mathematischen Hintergrund etwas einfacher gefallen ist. Was ich dann aber gemerkt habe, als ich die Uni verlassen habe, dass ich eben nicht so viel Ahnung tatsächlich von den ganzen Größenordnungen habe. Wirtschaftswachstum, Inflation oder so, das konnte ich alles schön theoretisch erklären. Aber wie viel ist das eigentlich? Wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt? Welche Bedeutung hat denn jetzt nicht nur die Inflation selber, sondern die Größenordnung des Ganzen eigentlich von der makroökonomischen Seite her? Das habe ich dann Training on the Job erfahren müssen, sprich, als ich beim Sachverständigenrat angefangen habe, wurde mir dann eben gesagt, Finanzkrise ging gerade los, so du schaust dir jetzt mal die Bankbilanzen der Landesbanken, also der Spitzeninstitute unserer Sparkassen an und schaust mal, was bei denen so im Argen liegt. Wie eine Bankbilanz aussah, das wusste ich im Grundsätzlichen, aber dann mal so ein Quartalsbericht, Jahresbericht mit dem Zahlenwust hinten dran zu lesen und sich da durchzuforsten, das hatte ich im Studium nie gemacht. Und deswegen möchte ich Sie so ein bisschen dazu anregen, auch im Hinblick, auch wenn es jetzt Makroökonomie ist, wir haben ja auch eine ganze Menge Tourismusstudierende mit dabei, dass ich Sie anregen möchte, da so ein bisschen zu üben, sich mit dem neuen Gold, nämlich mit Daten auseinanderzusetzen. Sie werden von mir auch eine ganze Menge Excel-Files und sowas zum Rumprobieren, zum Ausprobieren nachher bekommen und eine ganze Menge Zeit rein, dass man da einfach mal versucht, da sich heranzutasten und das Ganze auch auszuprobieren. Ja, in Statistik und Datenbanken geht man häufig dann her und nimmt spezielle Software. Auch da aus meiner Erfahrung in der Praxis kann ich Ihnen nur sagen, die wenigsten von Ihnen werden nachher irgendwo mit spezieller Software arbeiten oder wenn Sie mit spezieller Software arbeiten, dann wird das meistens irgendwo eine Blackbox sein, wo Sie irgendwie nur ein paar Felder editieren können und der Rest passiert dann per Enter. Deswegen meiner wirklich der Hinweis, mit dem können Sie sich tatsächlich im Arbeitsmarkt später auch auszeichnen, dass Sie sich insbesondere mit Office, ob das jetzt Microsoft Office ist oder LibreOffice, das freie Programm, die sind so ähnlich, dass Sie sich diese Kompetenzen aneignen, wenn Sie das dann nämlich tatsächlich wirklich können und nicht nur die Schriftgröße in Word etwas dicker machen können, dann haben Sie tatsächlich nachher am Arbeitsmarkt einen Vorteil. Denn mitunter werden Sie nachher in der Arbeit dann auch gefragt werden, hier Marktanalyse, schau dir mal die und die Studie an, wie ist eigentlich die Umsatzentwicklung der Konkurrenten und machen Sie da mal eine Präsentation draus. Und wenn man das dann alles von Hand
machen muss und von Hand meiße ich damit dann einzelne Zahlen in eine Excel-Tabelle eintragen und man den Durchschnitt dann auch mit dem Taschenrechner nebendran ausrechnen muss. Naja, dann werden Sie die eine oder andere Nacht verbringen und schwitzen, ob Sie das dann tatsächlich in der Stunde hinkriegen. Und deswegen von mir der Hinweis, versuchen Sie das hier in diesem quasi geschützten Raum in der Hochschule zu tun. Und dann sind wir hier bei der Folie. Wo kommt man an die Daten ran? Auch das ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Wie komme ich dahin? Das, was ich haben möchte. Und da können wir sagen, wir in Deutschland, wir sind quasi Weltmeister im Datensammeln, dass wir einige offizielle Institutionen haben, wo Sie ganz, ganz viele ökonomische Informationen finden. Da ist natürlich als allererstes das Statistische Bundesamt zu nennen und insbesondere auch für unsere Tourismusstudierenden, wenn Sie dann mal irgendwo wissen wollen, wie hat sich denn der Flugverkehr in Deutschland entwickelt, wie entwickelt sich der Tourismus als Ganzes in Deutschland, dann werden Sie da eine ganze Menge Detailreiches auch beim Statistischen Bundesamt finden. Beziehungsweise, wenn Sie dann kleinteiliger wollen, wir haben noch überall statistische Landesämter und dort sind dann auch noch kleinteiligere Informationen nachher hinterlegt. Und nicht überraschend natürlich in der Makroökonomie, Geldpolitik, wo ich herkomme, bei all den offiziellen Institutionen, die Bundesbank, Eurostat. Wenn Sie internationalen Tourismus, werden wir auch einige Leute hier drin haben. Dort werden Sie auch eine Menge zum Tourismus neben den ökonomischen Zeitreihen finden, wenn Sie mal auf die Seite von Eurostat gehen. Und für die Welt, da finden wir dann bei der OECD, IMF, Weltbank natürlich einiges. Ich denke, bei der Weltbank werden Sie sogar auch Tourismus finden. IMF und OECD, sagen wir mal, eher untergeordnet. Und was der Sachverständigenrat, Werbung in eigener Sache, weil es mir auch viel Spaß gemacht hat, damals bei all der Arbeit, die wir in der Finanzkrise hatten. Die stellen auch gewisse Daten, ja, relativ einfach, so die Grunddaten gut zugänglich zur Verfügung. Und dann möchte ich an der Stelle, auch wenn Sie mal die eine oder andere Hausarbeit oder auch im Hinblick zur Bachelorarbeit gehen, Sie darauf hinweisen, wir haben eine ganze Menge Wirtschaftsforschungsinstitute bei uns in Deutschland. Das ist auch dem geschuldet, unserem föderalen Charakter, dass da quasi jedes Bundesland sein eigenes Forschungsinstitut haben möchte. Das herausgehobenste ist vielleicht das ZIFO mit dem ZIFO-Konjunkturindikator, wo die Ökonomen immer drauf gucken, steigt der oder fällt der, weil der ziemlich gut mit dem Wirtschaftswachstum korreliert ist. Das sitzt in München. Das RWI, früher Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsinstitut, das sitzt in Essen. Jetzt heißt es nur noch Leibniz-Institut. Warum sie es umbenannt haben, das ist mir selbst ein Rätsel. Das ZDW, das sitzt in Mannheim. Das IFW, Institut für Weltwirtschaft, das sitzt in Kiel. Das IWH, das sitzt in Halle. Das IMK, das sitzt in Düsseldorf. Und das DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, das sitzt in Berlin. Und das KOF, das ist quasi das Pendant des Ganzen in der Schweiz. Warum nenne ich Ihnen das hier auch? Naja, ich habe Ihnen auch gesagt, es gibt auch andere Sichtweisen, insbesondere in der Sozialwissenschaft. Und hier werden Sie neben Zahlen, nicht ganz so ausgeprägt wie hier, noch eine ganze Menge Studien quasi zu allem, was Sie sich ökonomisch vorstellen können, nachher finden. Und da möchte ich wirklich den Hinweis geben, insbesondere für eine Bachelorarbeit. Bitte zitieren Sie dann nicht politische Bildung, Wikipedia, Gabler Wirtschaftslexikon und sonst irgendetwas. Das sind tatsächlich keine wissenschaftlichen Quellen, sondern im Hinblick auf eine Bachelorarbeit sollte man sich auch ein bisschen mit wissenschaftlichen Quellen auseinandergesetzt haben. Auch Studiflix oder sonst irgendetwas sollte man in Hausarbeiten oder in Bachelorarbeiten doch eher vermeiden. Okay, jetzt mache ich dann aber eine kurze Pause und frage mal in die Runde, nachdem ich hier einen großen Rundumschlag gemacht habe, wie ich mir das Ganze allgemein vorstelle und wozu das denn eigentlich alles gut ist. Jetzt haben sich die Folien doch verschoben. Naja, aber Sie haben die vorliegen, das sehen Sie jetzt nicht. In meinem Mitschnitt überlappt das. Das ist mir vorhin auch noch abgestürzt, das heißt, er hat nicht abgespeichert.
Okay, aber die Frage an Sie, haben Sie zum Organisatorischen noch Fragen, bevor ich jetzt weitermache? Warte ich noch kurz. Okay. Dann wollen wir ja letztlich direkt in das tatsächliche Thema eintreten. Makroökonomie, Volkswirtschaftslehre, was ist das eigentlich? Und da habe ich die englische Definition gefunden, die ich recht witzig fand. Economics is what economists do. Naja, quasi der Selbstzweck. Wir haben das nur erfunden, damit Sie hier doofe Prüfungen schreiben müssen und damit wir eine Arbeitsstelle haben. Das heißt, ich erkläre das Ganze letztlich durch sich selbst. Vielleicht da auch der Hinweis, wenn man mal in der Prüfung nach einer Definition oder sowas gefragt werden sollte, dass man da dann auch aufpasst, dass man nicht die Größe dann quasi durch sich selbst erklärt. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Und das andere von Kurt Tucholsky habe ich gefunden. Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die wissenschaftlichen, also die Ökonomen ihnen dann erzählen. Auch so ein bisschen satirisch gemeint, weil, und das haben wir ja zum Leidwesen auch in der Finanzkrise tatsächlich mitbekommen müssen, dass wir die eben nicht gesehen haben oder nur wenige haben diese Finanzkrise vor 10 Jahren wirklich kommen sehen. Das ist in diesen Hinblicken ein bisschen gemeint, dass man sagt, okay, ihr rechnet da ganz viel rum und baut ganz tolle Modelle, aber erklären könnt ihr dann letztlich doch wenig. Wenn ich dieser Meinung wäre, dann würde ich jetzt hier abbrechen nach diesen augenzwinkernden Zitaten. Aber meine Meinung ist tatsächlich eine etwas andere. Und wenn wir insbesondere nachher in die Zeit reingehen, wie haben sich diese makroökonomischen Indikatoren denn entwickelt, dann müssen wir tatsächlich dazu sagen, dass diese grundlegenden Zusammenhänge modelltheoretischer Art, die in der Volkswirtschaftslehre entwickelt werden, dass die tatsächlich doch ziemlich gut passen. Nehmen Sie zum Beispiel einfach, Corona ist natürlich, wir können nicht mehr einkaufen gehen, gibt nur noch wenig Nachfrage. Und jetzt frage ich mal einfach in die Runde. Was bedeutet das dann grundsätzlich für die Preise, wenn Sie mal an Ihr Mikroökonomiewissen denken würden, wenn Sie jetzt mikroökonomisch überlegen würden? Was passiert da in Ihrem Marktdiagramm mit Angebot und Nachfrage? Mal so eins hin. Preis, Menge, Angebot und Nachfrage. Sind Sie alle zum Kaffee trinken gegangen? Uns wird jetzt verboten, einkaufen zu gehen. Preis steigt, Menge sinkt. Wir sind gerade bei der Nachfrageinterpretation. Das heißt, wenn nur noch wenige Kunden in den Laden gehen, dann wird der Preis ansteigen. Genau. Wir sind noch in der Interpretation. Wir machen gleich weiter, dass das Angebot erstmal mehr oder weniger gleich bleibt. Nachfrage null. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Wir können zum Glück noch in den Supermarkt gehen, müssen wir auch, weil wir ja irgendwas zu essen brauchen und hier nicht alle in der Landwirtschaft leben, weil glücklicherweise sind wir wieder beim Zweiten Weltkrieg nicht im Morgentauplan umgesetzt, wer worden ist. Und genau der Preis würde fallen, weil wir und die Menge zurückgehen, weil wir eine Nachfrageverschiebung dorthin haben und damit gehen dann die Preise hier an der Stelle runter. Was heißt Corona aber auch?
Es ist, wenn man Ihre Anmerkung nehmen, nicht nur in quasi verboten zu konsumieren, sondern auch in nicht geringem Maße, zwar nicht verboten, aber das Angebot wird auch deutlich zurückgefahren. Was bedeutet das in unserem Bild, wenn wir jetzt die Nachfrageseite hier an der Stelle festlassen? Was passiert mit der Angebotskurve? Ja, ich denke, solche Dinge haben Sie im Mikro doch irgendwo gemacht. Das würde eben bedeuten, dass bei gleichem Preis nur noch weniger Anbieter da sind. Das heißt, die Angebotskurve, die muss sich nach rechts verschieben. Und insgesamt würde das bedeuten, dass sich tatsächlich an der Preisfront gar nicht so viel tut. Und wenn wir da in die Preise gucken, dann hat sich zu Beginn der Corona-Krise da auch gar nicht allzu viel getan, weil wir quasi diesen gleichzeitigen Effekt von Angebot und Nachfrage geht zurück gehabt haben. Wir haben tatsächlich erst einen signifikanten Preiseffekt bekommen, als wir die Mehrwertsteuer gesenkt haben, also tatsächlich an den Preisen direkt per staatlichen Eingriff gedreht haben. Naja, und dieses Beispiel nicht überinterpretieren, ist jetzt mikroökonomisch interpretiert. Manche anderen werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, kannst du nicht in der mikroökonomisch, in der Makro argumentieren. Umgekehrt sage ich auch, wenn das Ganze nicht mikroökonomisch fundiert ist, dann kann ich auch keine Makroökonomie machen. In der Hinsicht können wir uns dann fragen, naja, was ist denn jetzt diese Makroökonomie, diese Volkswirtschaftslehre? Und da versuchen wir eben genau anhand solcher Modelle, wenn wir vorher das menschliche Verhalten analysiert haben und nichts anderes, auch wenn ich mal die ein oder andere Gleichung irgendwo hinschreibe, dann heißt das immer in dieser Gleichung, die muss ich an unserem eigenen Verhalten. Wie verhalte ich mich, wenn ich mit Geld in die Fußgängerzone hoffentlich wieder gehen kann und einkaufen kann? Dann soll diese Gleichung dieses Verhalten nachher abbilden. Das heißt, ich analysiere die wirtschaftlichen Zusammenhänge und versuche Erklärungen, wie verhalten wir uns so im Durchschnitt, gerade in der Makroökonomie, dafür finden und baue daraus dann ein Modell. Und aus diesem Modell, gegeben die Annahmen, die ich reingesteckt habe, will ich dann Gesetzmäßigkeiten ableiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten wiederum, die trage ich dann auch mitunter in die Wirtschaftspolitik hinein, um eben Handlungsoptionen aufzuzeigen und eben auch zu sagen, naja, wo geht die Reise denn hin? Nehmen Sie die Mehrwertsteuersenkung, da haben einige dann auch gesagt, naja, eigentlich passiert da wenig, weil das ist jetzt ja kein Muss. Für die Produzenten diese Preissenkung staatlicherseits weiterzugeben. Die können ja auch weiterhin, naja, es gibt nicht mehr so viele Anbieter, weil viele zumachen mussten. Wir bleiben einfach beim gleichen Preis. Das ist auch eine logische Erklärung. Wir haben tatsächlich im Durchschnitt eine gewisse Preissenkung. Die haben Sie in den Supermärkten gesehen, die relativ schnell oder beim Bäcker das Ganze fast eins zu eins weitergegeben haben. Aber in breiter Front gab es eben auch das andere, dass andere dann gesagt haben, naja, ich zahle jetzt einfach nur weniger Steuern und bleibe mehr oder weniger bei meinem gleichen Preis. Und wir sind zum Glück in einer freiheitlichen Demokratie, die sich selbst, wir haben uns selbst diesen Rahmen gegeben, in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Das heißt, prinzipiell gehen wir tatsächlich her und schauen auf das, was die Neoklassiker sagen, dass wir sagen, das Problem der Asymmetrie. Wie verteile ich die knappen Ressourcen? Das kann ich als zentraler Planer, wie es das kommunistische System vorgehabt hat, nur sehr, sehr schwer hinbekommen, weil ich dann eben bei der Sch beim Schrankproduktion, meinetwegen, das eine Jahr nur linke Schranktüren und das andere Jahr nur rechte Schranktüren produziere und dann kann ich eben 2 Jahre überhaupt keinen Schrank nachher kaufen, weil die Informationen einfach so fehlen, was ist knapp, was brauche ich und was wollen die Menschen überhaupt haben. Und dafür ist der Marktprozess etwas Wunderbares, der das zum Ausgleich bringt. In dieser Form haben wir uns tatsächlich zusammengetan, in Deutschland und in Europa so zusammenleben zu wollen. Das heißt, hier untersuchen wir, wie das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage nachher ist. Und insbesondere, und da kommen dann die
Keynesianer mit dazu, können wir sagen, die unsichtbare Hand von Adam Smith ist was ganz Tolles, wenn sie denn funktioniert. In der Praxis stellen wir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle fest, dass das nicht immer ganz so schnell geht. Also wir interessieren uns auch für die Funktionsfähigkeit und was passiert, wenn das Ganze nicht so funktioniert über den Preismechanismus. So, gehen wir ein bisschen in den Ablauf. Was macht dann solch ein Volkswirt oder wenn Sie vielleicht nachher in der Strategieabteilung eines mittelständischen oder größeren Unternehmens sind, dann machen Sie das vielleicht nicht mit dem Blick auf ganz Deutschland, was ich relativ häufig mache mit einer Konjunkturprognose beim Handelsblatt, sondern Sie werden dann eben eine Marktanalyse in Ihrem Segment machen. Aber der Ablauf, und das wollen wir Ihnen hier näher bringen, der ist dann mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, Sie sollen diese Kompetenz hier, dass Sie wirtschaftlich analysieren können, abstrakt einordnen können, um dann zu konkreten Entscheidungen zu kommen. Das wollen wir Ihnen hier weitergeben. Und da gehört immer ganz fundamental mit dazu und deswegen auch meine Herumreiten auf den ganzen Daten, dass man sich schlicht und einfach seine Zahlen anschaut. Auch das sage ich in dieser Makroökonomie quasi Einführungsveranstaltung auch immer mit dazu. Vielleicht haben die ein oder anderen von Ihnen auch schon eine Idee oder selbst schon ein kleines Geschäft am Laufen. Natürlich ist es fundamental wichtig, dass Sie eine klasse Idee für ein Produkt haben, was die Leute tatsächlich auch nachher wollen. Dann machen Sie vielleicht Ihr Startup und da gucken dann auch die Geldgeber die erste Zeit noch nicht so richtig drauf. Sagen auch, naja, wir geben denen erstmal 3 Jahre Zeit, um das überhaupt zu entwickeln. Aber irgendwann wollen die Leute dann auch einen Return on Investment sehen. Und dieser Return on Investment, der hängt auch fundamental davon ab, ob Sie Ihre Zahlen in Ordnung haben. Und das sollten Sie nie vergessen. Und deswegen werden Sie das bei mir auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle näher gebracht bekommen. Das heißt, deskriptive Analyse des Ganzen, dann entwickeln Sie Ihr abstraktes Modell. Dieses Modell müssen Sie natürlich überprüfen. Lässt sich vielleicht schön rechnen oder sonst irgendwas. Sie stecken aber dann Ihre gewonnenen Zahlen hier oben in das Modell rein und gucken mal, was morgen rauskommt. Und dann stellen Sie fest, oh, das hat ja wenig mit der Realität zu tun. Das heißt, Sie müssen immer wieder auch nachsteuern und ein Check-up machen. Funktioniert das Ganze? Wenn Sie dann etwas finden, was ganz gut funktioniert, dann werden Sie das eben tatsächlich auch zur Prognose verwenden. Ja, die nächste Woche wird es wieder losgehen, weil die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt gekommen sind, dass die neuen Wachstumsprognosen für Deutschland herauskommen. Und das Ganze, da wieder der Hinweis, Sachverständigenrat, soll dann natürlich auch zur Beratung oder Unterstützung in der Entscheidungsfindung in der Politik beitragen. In dem Sinne können wir dann, was wir hier treiben, in zwei fundamental unterschiedliche Dinge aufteilen, nämlich einmal, wenn wir quasi diese Deskription und diese Modellbildung machen, da sagen wir in keinem Punkt irgendwo, das finde ich gut, das finde ich schlecht, sondern ich sage, das sind die Zahlen, das ist meine Erklärungsmodell dafür und dann kommt das dabei heraus. Dann bin ich ja vollkommen wertfrei und dann handle ich tatsächlich als Ökonom, beziehungsweise sollte das tun, als Wissenschaftler oder bin nah an der Naturwissenschaft dran, wo ich eben auch nicht sage, ich finde es gut, dass der Apfel vom Baum auf die Erde runterfällt, sondern ich untersuche das und stelle dann eben schlicht und einfach fest, dass das Ganze mit 9,81 Meter pro Sekunde passiert. Jetzt ist mein kleiner Schlumpf gerade da hinten mal reingekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind natürlich hier im sozialwissenschaftlichen Bereich und da geht es nicht nur darum, den Urknall irgendwo zu erklären, sondern eben auch ganz konkret, wie kommen wir beispielsweise aus dieser Corona-Krise, die wir hoffentlich langsam dann überwinden werden, wieder hinaus. Denn Insolvenzrecht beispielsweise ist aktuell ausgesetzt und da kommt noch einiges auf uns zu, gerade was den Arbeitsmarkt angeht, wenn dann auch die Kurzarbeitsregelungen und so etwas langsam fallen werden,
Wie fangen wir das denn letztlich nachher aus? Und da arbeiten wir dann eben als Wirtschaftspolitiker an der Stelle. Und da sagen wir dann durchaus, naja, ich bin der Meinung, dass dieses Modell besser ist als das andere. Und das unterteilt man dann in sogenannte positive Aussagen. Wenn ich eben als Wissenschaftler arbeite, da bin ich vornehmlich deskriptiv unterwegs. Heute ist wirklich der Wurm drin. Zack. So, und normativ, da bin ich dann tatsächlich wertend unterwegs. Da gehe ich dann hier so in die Zukunft und das fassen wir zusammen unter dem Wort präskriptiv. Und da müssen wir dann wirklich tatsächlich aufpassen, dass wir auch wenn wir Diskussionen irgendwo dann abends bei Anne Will oder sonst irgendwo in den Talkshows Lanz nachher sehen. Das sind alles schlaue Leute, unterstelle ich mal, die da eingeladen worden sind, die sich dort unterhalten. Aber da stellt man doch immer wieder fest, dass das mitunter doch ziemlich in die normative Seite abdriftet und man das aber darstellt, als ob es nur so und so gehen könnte. Passen Sie da mal ein bisschen auf, wie diese Diskussionen ablaufen und versuchen Sie da festzustellen, naja, wo argumentieren die tatsächlich jetzt stringent und wo ist es nachher ihre Meinung? Denn diese Modelle, die unterscheiden sich eben natürlich gerade unter den Annahmen. Und da kann man auch grundsätzlich sagen, wenn da so ein Arbeitgeber hinkommt, dann wird er immer irgendwo die Angebotsbrille aufhaben und dann wird er prinzipiell seine Annahmen so setzen, dass das nachher auch in Anführungszeichen gut für die Unternehmer ist, während der Gewerkschaftler, der argumentiert genauso stringent, aber der hat mehr die Nachfrageseite im Kopf und wird dann eben sagen, naja, hohe Löhne, das ist total super, weil dann ist die Nachfrage hoch und wenn die Nachfrage hoch ist, dann gehen die Leute viel einkaufen und dann könnt ihr viel verkaufen und dann springt die Produktion an. Und da sagt der Unternehmer eben, na, es ist genau umgekehrt, denn höhere Löhne bedeuten hohe Kosten und damit gehen meine Gewinnmargen in den Keller und dann muss ich prinzipiell die Leute rausschmeißen. Die werden arbeitslos und das geht auch noch auf die Sozialkassen und deswegen geht es unserem ganzen Land schlecht. Das habe ich jetzt auf die Schnelle so gemacht. Kann man sagen, beides ist irgendwie vollkommen logisch nachzuvollziehen, kommt aber zu den vollkommen gegenteiligen Schlüssen. Um das noch ein bisschen klar zu machen, wollen wir ein paar Beispiele machen. Und zwar, Sie sollen mir jetzt sagen, ist das eine normative oder positive Aussage und mit einer vielleicht kurzen Erläuterung können Sie, müssen Sie keine ganzen Sätze machen, einfach nur einen Stichpunkt oder so etwas. Die Einführung des Mindestlohns führt zu Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten. Positiv oder normativ? Also diesen Mindestlohn, da sind wir in Deutschland ziemlich hinten dran, den haben wir erst vor rund 10 Jahren eingeführt. Die meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften, ist man meistens ein bisschen überrascht, die haben schon viel länger einen Mindestlohn. Insbesondere auch die Amerikaner haben schon viel, viel länger einen Mindestlohn als wir in Deutschland. Die Einführung des Mindestlohns führt zur Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten. Ist das jetzt eine wertende Aussage, weil ich finde es ja nicht gut, dass die arbeitslos werden? Oder kann ich das? Denken Sie an den Markt, an den Arbeitsmarkt. Vielleicht auch in dem Sinne als eine vollkommen wertneutrale Erklärung ansehen. Positiv. Das ist wunderbar. Das ist richtig. Haben Sie vielleicht noch ein, zwei Stichworte, warum Sie der Meinung sind, dass das positiv ist? Machen gerade die Friseure wieder auf. Und die waren quasi damals bei der Einführung des Mindestlohns so eine der Hauptargumentationsketten, dass da irgendwas im Argen sein könnte, wenn man den Mindestlohn einführt. Gerade eben sehen wir, dass die ziemlich systemrelevant sind, bei uns eben nicht. Ja, Sie haben vollkommen recht, es beschreibt nur das Geschehen. Und dann mache ich das vielleicht noch, Sie werden sicherlich dran denken, ist aber jetzt über den Chat auch nicht ganz so einfach.
Genau, ich habe hier noch gesehen. Sie können einfach in den Chat direkt reinschreiben. Ich habe jetzt hier, weil ich auch die ganzen Videokameras anhabe, eben auch nicht alle Leute im Blick, aber ich habe gerade gesehen, einer hat eine Hand gehoben. Wenn Sie können auch, wie gesagt, wird zwar mitgeschnitten, aber nur der Ton, es auch gerne sagen. Dann mache ich das eben noch mit dazu. Also Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Aussage. Es ist hier in dem Sinne beschreibend und es sagt eben, naja, wenn wir einen Mindestlohn 10 Euro einführen und aber wir nur so wenig bereit sind für einen Friseurbesuch, vielleicht jetzt etwas mehr zu bezahlen und der Inhaber des Friseursalons tatsächlich den Leuten nur 7 Euro geben kann, dann muss er prinzipiell anfangen, die Leute zu entlassen, weil er einfach nicht mehr für sich kostendeckend nachher den Salon betreiben kann. Also können wir da tatsächlich sagen, das Ganze ist. Positiv. Naja, jetzt haben wir in dem Sinne diese Wirkung, dann können wir aber auch sagen, in anderen Sektoren werden dann tatsächlich die Löhne auch angehoben. Die Leute verdienen nachher die 10 Euro und wo sie vorher nur 9,30 € verdient haben. Und dann können wir sagen, naja, in einigen Bereichen kommt es eben aufgrund des Mindestlohns, und das ist ja die Idee dahinter, dass die Leute ein auskömmliches Einkommen haben. Durch die Einführung des Mindestlohns haben sie Einkommenssteigerung. Und das ist wichtiger als die steigende Arbeitslosigkeit, eben beispielsweise im Friseursektor oder anderen Niedriglohnsektor. Positiv oder normativ? Normativ, vollkommen richtig. Sie haben auch schon gut auf das Schlüsselwort geguckt. Das Ganze ist wichtiger. Da wägen wir was gegenseitig ab und das sehen wir auch gerade in der Corona-Krise. Auch da in den Diskussionen wird viel mittlerweile abgewogen. Ich bin in Tübingen geworden. Wenn wir da den Oberbürgermeister angucken, dann sagt der eben, naja, klar, die Infektionszahlen werden wieder ein bisschen hochgehen, aber mit einem sinnvollen Konzept können wir doch eigentlich alles wieder aufmachen und ganz normal leben. Das bedeutet aber insbesondere, und das hat er ja auch tatsächlich auch öffentlich geäußert, dann wird tatsächlich damit in Kauf genommen, höhere Infektionszahlen, Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, dass man krank wird, gerade bei den Älteren, ist einfach da. Ist aber dann die Sichtweise, naja, ich habe eben auch Kollateralschäden durch die Corona-Krise, dass dort viele Firmen eventuell insolvent gehen, pleite gehen und das muss ich dagegen abwenden, dass andere krank werden oder sogar sterben. Also hier ganz Ähnliches, ganz klar, es wird gegenseitig abgewogen und damit normativ. So, dann machen wir noch ein bisschen Energiewende. Ein sinkender Ölpreis, gerade eben passt nicht, weil der Ölpreis gerade wieder steigt, in der Erwartung, dass wir etwas aus dem Lockdown herauskommen. Aber so grundsätzlich haben wir in den letzten 10 Jahren eine Tendenz und wir sind in der Makroökonomie lange Frist auch mal betrachten, dass der Ölpreis prinzipiell am Absinken ist und siehe da, wenn der niedriger wird, dann sinkt die Nachfrage nach Elektroautos. Positiv oder negativ, diese Aussage? Nicht negativ, normativ. Positiv, ganz toll, ist nämlich eine Wirkungskette. Und warum? Das kennen Sie aus der Mikro, das sind diese komischen Kreuzpreiselastizitäten. Dass nämlich die Nachfrage nach Elektroautos, da geht nur Strom rein und wenn das jetzt kein Ölkraftwerk oder so etwas ist, unterstellen wir mal nicht, weil dann verschießt natürlich die CO2-Bilanz der Elektroautos komplett, dass wir dann sagen, die Nachfrage nach Elektroautos hängt von einem anderen Preis ab, und zwar von Preisen, die insbesondere Substitute bestimmen. Und da können wir sagen, der Benziner, ob ich mir den kaufe oder nicht, einmal geht es darum, 30.000, 40.000 Euro. So ein Mittelklassewagen, das kostet er mich. Da kalkuliere ich natürlich auch noch mit ein, nicht nur diese Fixkosten der Einmalzahlung der Anschaffung, sondern auch, wie viel kostet mich das Ganze nachher im Betrieb. Und das sind eben vornehmlich die Energiepreise. Und da werde ich dann eben gucken, naja, wenn ich an der Tankstelle nicht 1,60 zahle, sondern nur 1,20 und ich auch noch Pendler bin, dann läppert sich das irgendwann so zusammen. Und dann sage ich mir, ich habe zwar jetzt diese Elektroprämien, aber die sind immer noch deutlich teurer. Und wenn ich ein größeres Auto habe, ist es noch viel teurer als das vergleichbare Mittelklasse-Auto.
Auto beim Benziner. Und dann werde ich aufgrund dieser Kostenüberlegungen rein von dieser Modelltheorie durchaus dazu kommen können, zu sagen, naja, dann kaufe ich kein Elektroauto mehr. Also hier ein Modell, was eben angewendet wird, aber vollkommen wertfrei. Wird nicht gesagt, finde ich gut oder finde ich schlecht. Und als letztes, nochmal Energiewende, sind wir schon fast durch. Die letzten Atomkraftwerke werden auch bald abgeschaltet. Die Betreiber von Atomkraftwerken müssen stärker an den Endlagerkosten der Brennelemente beteiligt werden. Und das war ja auch eine große Diskussion nachher in der, jawohl, das ist natürlich eine normative Aussage, das ging ja bis Betzelbacken hier, in der Wertung, weil man da eben auch festgestellt hat, dass wir etwas blauäugig in dieser Atomkraft. Ich selbst habe Physik studiert, ich sehe prinzipiell die Atomkraft, da aber eher die Fusionsforschung als was Positives, dass wir das wahrscheinlich dann doch brauchen, um unser Klima nachher zu retten. Umgekehrt muss man sagen, diese Atomkraftwerke, die wir jetzt bei uns, die wir so in den 50er, 60er Jahren angefangen haben zu bauen, zu entwickeln, dass wir uns da wenig um die Endlagerfrage gekümmert haben. Weiß nicht, ob Sie das auch mal mitbekommen haben. Es gibt ein quasi Testlager, was wir da haben, die sogenannte Asse. Da hat man dann festgestellt, als man nach 20 Jahren wieder hingeguckt hat, dass wir den Dreck einfach reingeschmissen haben und den Schlüssel weggeworfen haben und dann einfach mal gewartet haben, was passiert, wenn wir das Zeug unbeobachtet 20 Jahre lang verrotten lassen. Das müssen wir jetzt mit extremem Aufwand irgendwie in den Griff bekommen, dass da nichts passiert. Und unsere Endlagersuche, die läuft ja immer noch. Wir haben hier die ganzen Kavernen hier oben für das Erdgas und für Öl bei uns rumliegen. Deswegen waren wir prinzipiell auch im Lostopf mit für ein mögliches Endlager in Deutschland, weil nämlich auch die anderen Länder, die wir früher dafür bezahlt haben, unseren Dreck dahin zu fahren, die haben gesagt, wir nehmen den nicht mehr, den müsst ihr bei euch selbst lagern. Soweit ich weiß, ist aber hier Ammerland, Friesland wieder auf, glaube ich, geologischen Gründen raus aus dem Lostopf, obwohl es eben diese ja, natürlichen Bergwerke in dem Sinne bei uns gibt. Also wichtig ist, dass Sie das auch lernen zu unterscheiden, diese beiden Sichtweisen positiv und normativ. Naja, und jetzt habe ich schon viel auch mit Mikro und Makro hier Ihnen erzählt und habe Ihnen auch gesagt, naja, wir haben an der einen oder anderen Stelle mikroökonomisch argumentiert, dass wir jetzt hier nochmal einen Vergleich so zum Abschluss machen zwischen der Mikro- und der Makroökonomie. Was macht denn dann prinzipiell die Mikroökonomie? Was macht die Makroökonomie? Wobei ich Ihnen da auch ganz klar sagen möchte, die Übergänge sind natürlich absolut fließend und ein makroökonomisches Modell kommt prinzipiell heute auch nicht mehr um eine mikroökonomische Fundierung herum, denn irgendwo müssen wir natürlich sagen, kommt der private Konsum als Ganzes in Deutschland, ist natürlich die Summe von allem, was wir 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger hier denn so im Supermarkt und anderswo einkaufen. Das heißt, eine strikte Trennung wird es nicht geben, sondern ich mache hier so ein bisschen eine Gegenüberstellung. Das heißt, in der Mikroökonomie, dort werden wir prinzipiell tendenziell wirklich auf das Verhalten Einzelner gucken. Denken Sie an die böse Nutzenmaximierung unter Budgetrestriktion. Da nimmt man eben ein Individuum, was dann ein oder zwei Güter kaufen kann, bei gegebenem Budget, meinetwegen von 1.000 Euro. Während wir hier eben die Gesamtwirtschaft nachher betrachten. Wir betrachten alle Konsumenten insgesamt zusammen. Verhalten Einzelner. Und wer sind diese Einzelnen? Das sind eben einzelne Haushalte, das sind einzelne Unternehmen, insbesondere in der Betriebswirtschaft. Da gucken Sie sicherlich sehr, sehr viel auf einzelne Unternehmen, werden vielleicht auch in der einen oder anderen Veranstaltung mal einen Businessplan geschrieben haben müssen. Auch da hoffe ich, werden Sie schon mit Zahlen sich auseinandergesetzt haben müssen. Weil die Haushalte, die finden Sie in der BWL auch eben viel, gerade im Marketing, in Marktanalysen, Umfragen, Umfeldanalysen, wie läuft denn eigentlich mein Markt insgesamt ab? Und da fragt man ja durchaus auch dann individuell übers Internet per Abfrage oder auch noch klassisch in der Fußgängerzone, wie sieht es denn aus? Aber da geht es tatsächlich um das Verhalten
einzelner. Und wir betrachten hier jetzt eben, das werden wir später dann auch beim Wirtschaftskreislauf sehen, den Sektor der Unternehmen und die aggregierten, also alle Haushalte insgesamt zusammen. Und das bedeutet dann eben, wir haben einzelne Nachfrage nach einzelnen Lebensmitteln oder dem, was ich esse, insgesamt einer einzelnen Person, eines einzelnen Haushalts. Und hier haben wir den privaten Konsum als Aggregat. Wie gesagt, kommt dann demnächst relativ schnell schon im Anschluss an diese Veranstaltungen. Oder bei Unternehmen, wir sind noch ein Autoland. Ich hoffe, dass der Umbau auch auf die Elektromobilität gelingt. Wobei ich da nicht glaube, dass die Elektromobilität kommt, weil wir das alles toll finden und das Klima damit so toll schützen können. Muss man ja auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. So eine Autobatterie, die ist auch nicht ganz ohne Emissionen und CO2-Eintrag herzustellen. Ich glaube, der Elektromobilität wird eher deswegen kommen, weil dann jeder irgendwo im Porsche sitzt, weil so ein Elektromotor einfach ein viel höheres Drehmoment als der Automotor hat und sie mit ihrem kleinen 100 PS Elektroautochen den 350 PS Porsche an der Ampel versägen können. Aber da guckt man dann eben auf das einzelne Unternehmen, wobei das vielleicht schon so ein Übergang ist, denn wenn wir natürlich jetzt VW hier in Niedersachsen nehmen, dann ist das die zweitgrößte Autofirma der Welt und die hat natürlich auch schon wieder große makroökonomische Relevanz. Aber wir nehmen dann eben nicht nur VW, sondern wir nehmen den gesamten Autosektor zusammen und nachher voll aggregiert nehmen wir dann noch den Maschinenbau und alle anderen produzierenden Gewerbe mit dazu. Und dann kann man auch noch sagen, nehmen wir irgendwie beides mit dazu. Das wären dann so die Zwischenprodukte, die wir haben. In den Lieferketten wird ja zurzeit zu Corona auch ziemlich viel dazu gesagt. Das Einzige, was noch so halbwegs durchläuft, durch die Corona-Krise, das ist der Bausektor. Und da können wir dann eben sagen, wir haben die Nachfrage einer Baufirma nach dem einzelnen Baustoff und hier vielleicht vornehmlich der Beton. Wie läuft dort das anreiztechnisch ab? Und in der Makroökonomie nehmen wir eben alle Baufirmen mit zusammen, die dann aber jetzt nicht das Angebot machen, nämlich die Häuser verkaufen wollen, sondern die haben auf der anderen Seite, weil sie in der Mitte der ganzen wirtschaftlichen Verflechtung sind, eben eine Nachfrage nach ihren Produktionsmitteln. Hier habe ich den Beton als Beispiel. Also wir nehmen die Nachfrage aller Unternehmen letztlich zusammen und in der Makroökonomie aggregieren wir das Ganze. Und das Ganze hat eben eine ganze Menge Vorteile, weil wir dann eben nicht mehr 80 Millionen Einzelleute oder 2 Millionen Unternehmen in Deutschland gleichzeitig betrachten müssen, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 5 aggregierte Größen. Mit denen können wir dann wirklich gucken, was passiert mit den Investitionen, wenn die Zinsen sinken, vice versa und so weiter. Damit wollen wir uns hier dann weiter auch beschäftigen. Umgekehrt müssen wir dabei aufpassen und da winkt dann schon Ihre Statistikvorlesung mit rein. Vielleicht schaffen wir es auch hier in der Veranstaltung, die ein oder andere Zeitreihenanalyse zu machen. Auch das ist ein strategischer Vorteil nachher am Arbeitsmarkt, wenn Sie sowas tatsächlich können, dass wir natürlich bei der Aggregation einen Informationsverlust haben. Denn was machen wir hier? Wir bilden hier beispielsweise einen Mittelwert, wir bilden eine Streuung. Das eine ist die Summe über alle Werte geteilt durch n und das andere ist die Abweichung vom Mittelwert 1 durch n minus 1. Ich weiß nicht, ob Sie das n minus 1 dort auch gemacht haben. Das hat was mit Erwartungstreue dieses Schätzers zu tun. Aber letztlich sind hier diese XIs, über die ich aufsummiere, meine makroökonomische Aggregation. Und dann ist natürlich die Information, welcher Wert hat denn tatsächlich das einzelne Unternehmen, der einzelne Haushalt dort gehabt, die ist dann mehr oder weniger weg. Und da muss ich dann eben auch aufpassen, dass ich das nicht vergesse, dass diese Aggregation auch irgendwo Informationen durchaus sinnvollerweise weglässt, aber dass eventuell diese fehlende Information, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, an anderer Ecke wieder zuschlagen können. Da kann man
tatsächlich sagen, dass das so ein bisschen in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise übersehen wurde. Da war man nämlich der Meinung, wir können wunderbar Risiken aggregieren, wir können die zusammenpacken, wir packen die in Kreditportfolien zusammen, die können wir dann insgesamt weltweit vertreiben und verkaufen und der Markt diversifiziert uns das alles dann und dann können wir noch viel mehr investieren und alles ist toll. Ja, da haben wir leider übersehen, dass der Teufel im Detail liegt, in diesen kleinen Abweichungen hier. Und wenn diese kleinen Abweichungen sich an der falschen Stelle aufsummieren, dann platzt mir das ganze System. Und von den Kennzahlen müssen wir ja tatsächlich jetzt schon auch konstatieren, dass Corona, obwohl wir da quasi per Gesetz beschlossen haben, es wird nicht mehr produziert, wie es vorhin Kommilitonin, glaube ich, netterweise ja sehr deutlich formuliert hat und ihr dürft auch nichts mehr einkaufen, dass der Einbruch im Jahr 2020 tatsächlich knapp geringer gewesen ist als der Einbruch im Jahr 2008, 2009 in der Finanzkrise. Also aktuell sind die Schätzungen bei uns bei minus 5,1% Einbruch für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 und 2008, beziehungsweise dann auf 9 waren es minus 5,6%. So, ja, eigentlich wollte ich mit Ihnen, wie gesagt, noch was anderes machen, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Excel-Datei jetzt aufgeht. Vorhin hat es nicht funktioniert. Aber wir machen jetzt noch hier soweit das Ganze fertig und haben dann den ganzen Überblick mal hinter uns. Also war so eine kleine direkter Überblick zu möglichen makroökonomischen Fragestellungen, die sich aus dem Ganzen ergeben. Können wir sagen, wir haben jetzt auch schon vorhin Mindestlohn und so etwas über Arbeitsmarkt geredet. Naja, was bedeutet denn der Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktentwicklung nachher für die Gesamtwirtschaft? Da können wir direkt schon auch Rückschlüsse wieder auf Corona ziehen. Wir haben dieses Kurzarbeitergeld, deswegen ist bei uns relativ gesehen zu anderen europäischen Ländern die Arbeitslosigkeit gar nicht so stark angestiegen. Was bedeutet das? Können wir darüber vielleicht einiges auch für den, ich nenne es jetzt mal, relativ geringen Einbruch 2020 direkt ziehen. Dann natürlich ganz wichtig, das werden Sie auch überall lesen, eine fundamentale Rahmenbedingung ist die Zinssetzung seitens der Zentralbanken. Als ich angefangen habe beim Sachverständigenrat, lagen die Zinsen noch bei 4 bis 5% und dann wurde das auf null abgesenkt und ja, das konnten wir uns damals auch nicht vorstellen, dass das das neue Normal ist und jetzt ist vor einer Woche auch noch mal seitens der großen Zentralbanken wurde verlautet, dass man selbst wenn jetzt langsam wieder die Wirtschaft anlaufen soll, wir uns eigentlich sicher sein können, dass die Zinsen weiterhin auf null gehalten werden, beziehungsweise sind sie sogar bei Staatsanleihen, insbesondere Deutschland, ins Negative gedrückt. Das werden wir in der Veranstaltung auch sehen. Ist so ein bisschen mein Steckenpferd, muss ich Ihnen schon mal vorab sagen an der Stelle. Also, welche Bedeutung hat denn das, dass dort in dem Sinne direkt in den Markt eingegriffen wird und manipuliert wird an den Marktpreisen, nämlich für Kredite? Demografischer Wandel, der rollt auf uns zu. Das wird sicherlich immer mehr, machen wir hier nur so ein bisschen am Rande, aber das ist natürlich auch eine fundamentale makroökonomische Fragestellung, die insbesondere für unser Land, wenn jetzt alle Babyboomer in Rente gehen, ziemlich stark auf uns einprasseln wird. Vielleicht ein kleiner Hinweis dazu. In der Spitze hatten wir etwa 1,3 Millionen, glaube ich, 1963 der Jahrgang Kinder, beziehungsweise eben dann jetzt auch Menschen. Und in ihren Jahrgängen würde ich jetzt so sagen, Mitte der 90er werden die meisten von ihnen Ende der 90er geboren sein. Ihre Jahrgänge, die liegen so ungefähr bei 700.000 bis 800.000. Also bei etwas mehr als die Hälfte. Da können Sie sich vorstellen, von unten kommen Sie in den Arbeitsmarkt rein und oben gehen doppelt so viele Leute aus dem Arbeitsmarkt raus. Da können Sie sich vorstellen, was das für Ihre Sozialabgaben nachher bedeuten wird. Dann natürlich Corona-Krise nicht nur individuell auf uns in Deutschland jetzt gesehen, sondern insbesondere auch auf internationale Handelsbeziehungen. Da sind wir ja ziemlich im Fluss und ich weiß auch, eine ganze Menge Leute sitzen da auch in der anderen Veranstaltung. Das ist natürlich dann eher Thema der Veranstaltung Außenwirtschaft, wo wir uns damit auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine makroökonomische Fragestellung.
Und in der Makroökonomie haben wir heute schon ein bisschen gemacht. Darf natürlich nicht fehlen, unser Umbau. Insbesondere sind wir in Deutschland ja quasi ein Experimentland für die ganze Welt. Wir sind das einzige große Land der Welt, das diesen Umbau, Energiewende und so etwas ja, richtiggehend durchzieht, hat auch viel Kritik, aber gehen wir da positiv ran. Wir fragen uns einfach mal, was bedeutet denn das für unsere gesamtwirtschaftliche Entwicklung? So, und als letztes, das ist schon meine letzte Folie, jawohl, die ich heute für Sie mitgebracht habe. Zahlen werden Sie bei mir eben immer wieder dann finden. Und diese Größenordnungen, die sollten Sie auch mitnehmen. Auch da im Hinblick auf die Prüfung, das werden wir am Schluss in der Wiederholung dann auch nochmal machen. Da werde ich Sie dann auch nochmal explizit hinweisen. Die, sag ich mal so aus dem Bauch aus 2025 Zahlen, Größenordnungen, die hätte ich von Ihnen dann doch gerne, dass ich die auch durchaus abfragen kann, weil ich habe tatsächlich auch nachher draußen im Markt, guter Freund von mir sagte dann, da spürt man dann die harte Peitsche des Kapitalmarkts, wenn man die Uni oder die öffentliche Institution verlässt, dass solche Zahlen und das Umgehen damit doch fundamental wichtig sind, beziehungsweise letztlich auch den Unternehmenserfolg entscheiden. Also, hatte ich schon genannt, unsere Wirtschaft ist seitens der ersten offiziellen Schätzung des Statistischen Bundesamts 2020 um -5%, 5,1% eingebrochen. Die Preise, Inflation, die ist deutlich gesunken im Jahr 2009. Da können Sie sich ja auch schon mal überlegen, warum war das damals dann schon so niedrig? Bei uns ist es gerade wieder ein bisschen gestiegen auf 1,3 aktuell. Die Inflationsrate lag in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise bei 0,3%. Demografie hatte ich schon angesprochen. Das heißt natürlich, die Leute müssen irgendwo finanziert werden. Es werden Schulden aufgenommen, insbesondere auch in Corona wird Schulden aufgenommen. Und so grob kann man sagen, liegt die Staatsverschuldung in Deutschland bei etwa 2 Billionen Euro. Abschlussfrage dazu, das muss man natürlich relativ einordnen. Wie hoch ist unsere gesamtwirtschaftliche Leistung, das Bruttoinlandsprodukt, mit dem wir uns auch auseinandersetzen? Haben Sie vielleicht auch in der Schule schon mal gemacht? Haben Sie da eine Größenordnung? 2 Billionen Euro Staatsverschuldung. Wie viel ist unsere gesamtwirtschaftliche Leistung, was wir innerhalb eines Jahres in unserem Land alles für den Endverbrauch produzieren? Jetzt habe ich schon die ganze Definition. Die kommt in 2 Wochen, glaube ich, oder 3 bei Ihnen. Haben Sie eine Idee für eine Größenordnung? Ich sage mal 45, weil ich gleich Sprechstunde habe, muss ich auch zügig machen. Naja, kann ich Ihnen sagen, also ungefähr 3,4 Billionen Euro ist das BIP in Deutschland. Das heißt, unsere Staatsverschuldung liegt aktuell so bei 60, 70. Ich glaube, na, Corona kommt noch oben drauf jetzt, dann wird es ein bisschen mehr werden, 75% in etwa. Was haben wir noch? Renteneintrittsalter. Da denken Sie wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nach, denn bei Ihnen ist die Rententreppe eh klar, wobei ich Ihnen da schon prophezeie, das wird natürlich volkswirtschaftliche Auswirkungen haben und bei den 67 glaube ich nicht, dass Schluss ist. Ich gehe für mich persönlich eher von 70 aus und Sie werden im Durchschnitt wahrscheinlich nochmal 10, 20 Jahre jünger sein als ich. Über die Nullzinsen hat man schon geredet und dann nehmen wir noch in dem Sinne etwas, was jetzt keine Zahl ist, sondern aber die Rahmenbedingungen klar ändert. Die Subventionen für Solarenergie, die sind in Deutschland in der Vergangenheit deutlich gesenkt worden und das führte insbesondere auch zur Pleite, zum Beispiel von solch einem Börsenstar wie SolarWorld. Und diesen Markt, den haben mehr oder weniger jetzt die Chinesen ersetzt. Was bedeutet das für Deutschland und natürlich Klima- bzw. Energiewende? Was bedeutet unser Ausstieg aus der Atomkraft? Ja, damit möchte ich mich für heute bedanken bei Ihnen und